Hallihallo und willkommen zur Befreiung von Faraday. Trotz des Chaos verbleiben immer noch einige Allianztruppen in strategischen Positionen im Umkreis der Faraday-Basis. Die wenigen Überlebenden der Marines und des Basispersonals nahmen Verteidigungspositionen im westlichen Sektor der Einrichtung ein und bereiteten sich auf das letzte Gefecht gegen den stetig wachsenden Zustrom von Allianzeinheiten vor. Spartan Palmer erreichte die Basis kurz bevor die Marines überrannt worden waren und konnte im Umfeld der Basis einige Elephants sichern. Jetzt musste sie nur noch die belagerten Marines aus ihrer misslichen Lage befreien. Genau das werden wir jetzt tun, oha. Sergeant Albert Sessa, die Kolonie war so zerstört wie unsere Moral, aber wir mussten weiter kämpfen. Wir wussten, dass die Spartans uns nicht im Stich lassen würden. Ja, das stimmt wohl. Erreiche und helfen Sie den umzingelten Truppen. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Nein. Oh, hallo, Kumpel. Ah. Gut. War jetzt eigentlich nicht unbedingt mein Ziel, aber okay. So, hier füllen wir wieder ein bisschen auf. Was kriegen wir hier für Waffen? Hehe. Ah. Hier können wir natürlich immer wieder unsere Waffe aufladen. Meister, stirbst du? Schön. Und jetzt die Waffe wieder aufladen. Zur Nöt, genau. Ah, ja, ja. Deine Spielchen kann ich auch, Freund. Hat denn nichts mit dem Unterschied? Dass ich doch ein klein bisschen mehr aushalte. Was haben wir denn hier? Das ist ein Energieschild oder wie soll ich das verstehen? Ah, das ist die Schocktherapie. Ja, die Schocktherapie. Die gefällt mir. Hallo. Oh, da haben wir schon mal ein Bereich. Ja, ja, bin ja dabei, bin ja dabei. Ich helfe euch ja. Den treffe ich noch nicht, weil der fliegt. Aber jetzt treffe ich dich, Meister. Ah, warum muss da oben unbedingt so ein Schild liegen? Was bist du denn für ein komischer Heini? So, ich habe euch geholfen, ne? Ach, das war so eine Dingsbums. So eine komische Granate mal wieder. Hallo, Leute. Ihr habt kein Geschütz. Das ist nicht geschaden. So. Waffe wieder aufladen. Na, schönes Ding. Ah ja, ich finde die Schocktherapie doch sehr nett. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier lang. Hallo, Freund. Steht eine Banshee. Hehe.
Hallo, Freunde. Na, habt ihr damit gerechnet, dass ich mit der Banshee ankomme? So. Du auch Hallo, sterben? Danke. Oha, gegnerische Banshee. Du auch noch besterben? Komm, ich überfahre dich mal. Skorpion, sie verbleiben überleben zum Absturzpunkt. Wo ist der denn? Achso, ihr kommt mit mir, oder wie? Na kommt, ich halte euch den Weg frei mit der schönen Banshee, die schon ziemlich damaged ist. Hallo, Freunde. Und da. Ja, haha, schönes Ding. So eine Banshee gefällt mir, die hat eine sehr hohe Kadenz. Da kann man richtig viel mit niedermähen. Und was halt noch stehen bleibt, wird halt überfahren. Ist Gold. Eieieiei. Was ist los mit uns? Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mal D3. Mal gucken, ob die auch auf Gold bekommen. Angriff auf die Landezone der Allianz. Dreteis. Dreteis, 5 war schlecht auf eine vollständige Evakuierung vorbereitet. Ja, ich lese ja schon ordentlich. Ordentlich los? Nein, ich lese ordentlich vor. Viele Schiffe waren bereits während des ersten Angriffs von der Allianz zerstört worden. Der UNCS-Führungsstab schätzte, dass bestensfalls 40% des Personals in Sicherheit gebracht werden könnte. Der Rest würde sterben. Für Spartan Palmer waren diese Zahlen nicht akzeptabel. Ihr Plan sah daher vor, die immer stärkere, demoralisierte Allianztruppe zu überrennen und sich ihrer Raumschiffe zu bemächtigen. Die Allianztruppen an den Landezonen wurden von diesem gewagten Angriff völlig überrumpelt. Überrumpelt war schon richtig. Da es um ihre Moral dank der bereits erlittenen Verluste ohnehin nicht besonders gut stand, gaben sie die Landezone schon nach kurzer Zeit auf. Na, dann wollen wir uns doch mal die Landezone ranholen, wa? Ja. Netter Panzer. Netter Panzer. Sehr netter Panzer. Sehr kurze Reichweite der Nebengeschütze, muss ich ja mal sagen. Willst du sterben? Danke. Alter, ich komme in dieser Panzersteuerung nicht klar. Sehr kurzes Verschiebewehr, muss ich sagen. Sag mir nicht, dass ihr mich hier nicht durchlassen wollt. Alter! Volle Panzersperre hier. Kriege ich auch nicht zerstört? Also müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht von der Seite hier durchkommen. Wenn wir von da nicht durch... Eieieiei. Ich sag ja, diese Steuerung für diesen Panzer ist echt eigenwillig, vor allem weil er sich hier an den Kanten aufhängt. Hallo?
Okay, wir müssen anscheinend doch da definitiv da oben durch. Anscheinend gibt es keine andere Möglichkeit, an die Geschütztürme ranzukommen. Das ist ja sehr ärgerlich. Ich hätte gerne, sehr gerne den Panzer behalten. Könnt ihr hier nochmal gucken, was wir so finden. Oh, Entschuldigung. Habe ich dich gerade von der Seite getroffen? Ah, ja, für solche schmalen Gänge ist der Panzer nicht gemeint. Drehen wir halt mit dem Panzer mal um. Ich wollte jetzt eigentlich rückwärts fahren, aber okay. Gut, Leute. Da hängen nicht doch nicht an diesen Sachen auf. Wir müssen aussteigen. Danke. Schon sagen. Allianzschiff? Haha, ich sehe dich. Ja, ne? Finde ich auch. So. Stirbt das Ding gleich? Geht kaputt. So. Handgranaten brauche ich unbedingt für die Geschütze, um zum Ausschalten. Hey. Ja, nehmen wir doch mal lieber die Waffe. Ich glaube, die macht sich da noch ein bisschen besser mit. Ich brauche doch nur noch eine Granate, Kollege. Nein. Oh, ich wusste, dass er mich umbringt. Ich wusste es. Verdammte Axt. Also, das Ganze nochmal. Panzer? So, kämpfen wir uns das mal ein bisschen besser durch. Wir wissen ja, wo wir dann aufhören müssen. Kann man noch einen Panzer? Gleich einen Panzer. Ah, ich liebe diese Doppelgeschützpanzer so, Kollege. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss hier durch. Also, na. Ich würde gerade fragen, haben wir den Panzer festgesetzt? Auch noch nicht ganz. Aussteigen bitte. Oh. Das war schon der erste Schuss. Nein. Ah.
Ich wollte doch die Waffe mitnehmen. Na? Da bist du ja. Hab ich dich doch gesehen, mein Freund. So, dann gehen wir mal... Ah. Schiffst du? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde diese Double-Geschichte jetzt nicht so schön. Ich hätte gerne andere. Aua. Ist mir. Oh, Dankeschön. Eins, zwei, drei. Also der ist auch weg. Als nächstes kommt dann das Geschenk. Leute, helft mir! Na? So, weg mit dir. Und das nächste Geschütz. Geh sterben. Nein, nein, nein. Finde ich überhaupt nicht lustig. Bist du wohl... Richtig. Muss gar nicht versuchen wegzulaufen. Eins, zwei, drei. Schön. Treff dich mit den USC-Truppen zusammen. Oh. Wollte da gerade irgendjemand eine Granate auf mich schmeißen? So. Ja, geschafft. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Knapp, knapp. Was heißt knapp, knapp? Wir haben sie ja einmal nicht geschafft. Oh, und schon wieder Gold? Was ist das denn? Ich werde ja nicht mehr. Die ersten Missionen, da habe ich nie so richtig Gold hingekriegt. Auch hier bei D1 nicht und so, ne? Und jetzt reich zweimal hintereinander Gold. Ja, vielleicht wird es ja besser. Wird es ja besser. Die Flucht aus Ferdai machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst mir wie immer Kommentare da. Ein Daumenchen nach oben wäre auch nett. Ja, und ansonsten für mehr Informationen von mir aus oder von mir natürlich auch abonnieren. Ich sage bye bye, bis zum nächsten Mal.